Hallöchen zusammen, wir sind hier wieder an derselben Stelle, wo wir ausgelockt haben. Ich sehe leider den Namen nicht ganz. Vinu, irgendwas wegen dem Dokument, was wir hier noch suchen müssen. Mit dem habe ich mich ja kurz angelegt. Ja, also ich brauche noch ein bisschen. Bin noch zu schwach. Also Leute, die es richtig gut können, die würden den wahrscheinlich jetzt auch so platt machen mit der aktuellen Stärke. Ah, Venonis heißt der Ort. Hört sich irgendwie römisch an, sieht auch sehr, sehr römisch aus. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Was, hier darf ich mich auch nicht blicken lassen? Okay. Ah, sehr schön, hier ist was zu futtern, glaube ich, oder? Nee. Ein toter Wolf. Okay. Nee, dich will ich nicht. Ich hau ab, ich hau ab. Wo kann ich mich verstecken? Das ist natürlich auch ein Gaul. Laufen mir auch noch voll in die Arme, ist klar. Hilfe! Ich will nicht! Lass mich doch einfach die Schätze suchen! Toll natürlich an der schön an der. Ja, aber das sind meine Sünden. So, das hast du davon. Das muss ja jetzt einfach sein. Okay, das ist aber nicht schon wieder der Dicke, oder? Nee, immer wieder in der Pop-Liga. Sehr schön. Immer schön vorbei. So, ruhig hier im Saustall. Eine Menge Pfeile. Die haben hier anscheinend Übungsschießen gemacht. So. Oh. Tut mir, ich dachte. Hier voll den Zivilisten weggeschrotet. Ach, ich sehe überall Feinde. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, den Eingang. Eingestürzt. Was haben wir denn hier Schönes? Vogelkäfig? Also was man hier so alles sammelt. Vogelkäfig, alte Kissen. Und das dann auch noch mitnehmen und verkaufen kann. Okay. Ah, da unten geht's durch. Hätte ich beinahe übersehen. Oh, was hier noch so ist, eine Menge Fässer, mehr Krüge und Vasen. So was Wichtiges drin sein. Vermerk eines Schatzsuchers. Ich gebe meine Suche auf. Hier gibt es keinen Schatz zu finden. Ich habe sicherlich jeden Winkel dieser Höhle abgesucht, jemand weggeschafft haben. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück und sehe nüchtern noch einmal genauer nach. Doch ich bezweifle,
dass das einen Unterschied macht. Okay. Ich würde sagen, du hast einfach das Wichtigste übersehen, nämlich das hier. Schatzhortkarte eingesammelt. So. Was haben wir hier? Oh, ganz wichtig. Ich wollte mal, und dann gibt es da noch einen Goldschatz. Und natürlich ein paar kleinere. Sieht schon cool aus. Typisch römische Statuen überall. Mal gespannt, was wir da lernen. Ich behaupte mal, die habe ich ganz gut erwischt. Und dann suchen wir jetzt mal. Überall per Pferd unterwegs, da unten ist er. Mensch. Ah, hier geht's rein. So, nimm bitte die Leiter, genau. Tief hinab. Natürlich alles angucken. Man weiß ja nie, wo man es findet. Haben sie auf jeden Fall ganz schön gebuddelt. Immer diese Schlangen in den Fässern. Gibt auf jeden Fall immer Eier und Schlangenhaut. Okay, da geht's weiter. Und dann bin ich gekommen. Da müssen wir bestimmt irgendwo, genau da vorne. Kabum. So, es brennt auch nicht mehr, das ist schon mal schön. Und da ist er. Buch des Wissens. Neue Fähigkeit. Hackenspeer aufspießen. Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich einen Speer, nehme ich an. So, Hackenspeer aufspießen. Spieße Gegner mit deinem Hackenspeer auf und wirf sie mit in eine beliebige Richtung. Stoßen sie gegen Hindernisse oder andere Gegner, erleiden sie massiven Schaden. Okay, einen Platz habe ich noch frei. Ich habe zwar keinen Hackenspeer. Aber... Nee, noch nicht. Ich will erst hier blindern. So, Beweger. Ja, lass doch los. So. Einmal hier durch. So, und dann gab es hier noch den Schatz. Den markiere ich mir gerade mal. Da. Der ist ja direkt am
am Aussichtspunkt, dass ich den übersehen habe. Da vorne leuchtet er auf jeden Fall schon. Okay, da vorne sind auf jeden Fall welche. Da will ich jetzt nicht. Euch kaputt machen. So, ich dachte gerade, hier geht's runter. Auch nicht. Okay. Hinter der Wand. Auch nicht. Ah, hier. Okay, hier kann ich aber auch nur rein. Okay, hier kommt der große Meister geritten, den wollen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt hier rein. Nee, hier auch nicht. Okay, dann geht er eigentlich nur von oben. Ja. Ah, ich glaube, ich habe da was entdeckt. Das hat natürlich keiner gehört, ist klar. Okay. Kann hier was drin sein? Okay. Kohlebarren, sehr schön. Mal gucken, hier war auf jeden Fall noch was in der Nähe, da möchte ich noch hin. Hier sind auch noch zwei, habe ich die übersehen? Oder sind die jetzt wieder da? Naja. Gibt es jetzt eigentlich einen Weg raus, der einfach ist? Na, hier durch, ne? Oder auch nicht? Ja gut, ich gehe ja schon hier hoch. So. Naja, ganz so weit ist es nicht. Von daher laufe ich. Falls hier dann doch noch Gegner auftauchen. Ja, lauf. Ich jag dich nicht. Nicht jetzt zumindest. Da ist er auch schon. Silber ist immer gut. Wobei ich bisher noch nichts gekauft habe, muss ich sagen.
Einmal drumherum. Okay. Halte ich jetzt darüber zu den beiden? Ja, ich glaube, das kann ich wirklich machen. Sonst übersehe ich die und das will ich auch nicht. Kann ich eigentlich meine Taschen inzwischen mal wieder verbessern? Habe ich schon lange nicht nachgeguckt. Nee. Ja, irgendwas fehlt da. Oh doch, die kann ich verbessern. Mahlzeitenverbesserung. Das ist schön. Okay, was diese Dinger da sind, das weiß ich jetzt gerade nicht. Finden wir aber noch raus. Hier die Axt kann ich auch verbessern. Mache ich dann auch mal sogar nochmal. Und nochmal. Okay, Schmiede, um die Qualität zu verbessern. Ich kann nicht noch verbessern. Genau. Alles mal machen, was geht. Hier fehlt mir, glaube ich, Material. Oder? Nee. Ich glaube, ich gucke viel zu selten danach. Runen. Wo habe ich noch Runenblätter? Da nicht. Da auch nicht. War nicht am Bogen. Okay, die sind alle soweit belegt. Habe ich mein Ziel markiert? Ich glaube ja. Erstmal mit dem fremden Gaul hier. Ich finde, der hüpft auf jeden Fall besser wie mein Wolf. Den Weg, ihr Schafe. Ich weiß, du hast keine Power mehr. Okay, jetzt können wir aber wieder. Bestimmt in der Ruine. Ja. Den trotzdem nicht. Knapp drüber. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das geht kaputt. Okay, das geht bestimmt auch kaputt. Muss ich dich abfackeln? Ich glaube, ich muss dich abfackeln. Verdammt. Und das eigentlich mit dem... Okay, muss ich doch nicht abfackeln. Leder und Eisenerz, sehr schön. Dann hatten wir... Warum ist auch noch einer? Kann auch unmöglich so viele übersehen haben, aber anscheinend halt schon. Ja, ist ja gut. Dann gehen wir schwimmen. Ach, da konnte er sogar durchlaufen, na dann. Dafür kommt er jetzt irgendwie nicht an Land.
sollte ich vorsichtig sein. Oh ja, hier sind ein paar Gegner. Ist hier irgendwas zum Verstecken? Ich sehe erstmal nichts. Keiner gesehen. Okay. Oh, jetzt hat mich doch einer entdeckt. Ist klar, die Beine abgehackt, den Kopf abgehackt. Quasse, Quasse Mist. Ja. Oh. Die mit Speernagi nicht so. Sind da noch mehr? Ja, tatsächlich. So, mal ein bisschen unkonventionell umgehauen. Immer schön her mit den Moneten. Dahin. Nee, da wollte ich nicht hoch. Ja, komm, die laufe ich. Ja, gleich um die Ecke. Okay, das könnte auch, glaube ich, ein bisschen interessant werden. Also wenn ich da nicht war, muss ich da bestimmt mal hin. Bin ich mir relativ sicher. Mist, wieso hat er mich schon entdeckt? Also im Schleichen bin ich echt mies, so wie es aussieht. Zu langsam. Ich kann mich jetzt gerade... Doch, geht wieder. Konnte mich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig bewegen. Vorne ist der nächste. Okay. Schön zertrampeln. So, wo ist denn der nächste?
Nicht so drängeln, du kommst auch noch dran. Ja, ich weiß, ausweichen ist irgendwie nicht so mein Ding. Vergesse ich immer. Haha. Toll. Weiche ich mal aus und dann kriege ich trotzdem einen auf die Mütze. Viel Spaß beim Runterfallen. So, ach da ist er. So, ich bin tatsächlich irgendwie blind heute, so wie André immer sagt, El Blindo. Na, wie viele sind da denn? Ist da hoch? Ich sehe ihn nicht. Du wirst dich Würmer gehen. Boah, das hast du davon. So, ich glaube, das könnten alle gewesen sein. Gucken wir mal uns mal nach den Schätzen um. Numero uno. Kohlebacken, sehr schön. Speerlager. André und seine Leute haben Lager auf der anderen Seite des Flusses errichtet und haben gute Sicht in beide Richtungen. Auf unserer Seite stehen Männer bereit und warten auf ihr Signal. Ein flammender Pfeil, der in die Höhe schießt. Jedes dänische Langschiff, das hier entlangkommt, wird in unerbittliches Kreuzfeuer genommen. Wir werden ihre Schiffe versenken und dann die Überlebenden töten. Noch bevor sie das Ufer erreichen. Okay. So, hier war noch ein Chatterley, habe ich gesehen. Genau, ja. Das ist noch eins. Wo denn genau da? Genau. Hat sich ja gelohnt. Mal da hochgucken. Na, dann gehst du hoch. So, hier oben sehe ich jetzt erstmal nichts. Hier war ich ja noch nicht. Oder sonst scheint auch nichts weiter. Alles klar. Ist nichts aufgegangen, hätte er sein können. Aber ich muss mal mehr aufpassen und solche Sachen dann auch für einen Angriff nutzen. Das würde, glaube ich, echt viel Sinn machen. Also gerade dann später. So, mal schauen.
Auch hier ist tatsächlich auch noch einer aufgeleuchtet. Und da oben noch. Mann, 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 Mann. So viele Schätze. Nein, ich bin nicht geldgeil. Okay, das ist dann aber das zweite Lager, wovon gerade im Brief die Rede war, würde ich sagen. Den treffe ich schon da nicht. Und hier auch nicht. So habe ich mir das vorgestellt. Aber jetzt haben die mich natürlich bemerkt. Ja. Ach, du auch. Okay. Das war jetzt relativ einfach. Oh, so viel zu plündern. Habe ich mir gedacht, dass du da oben bist. Okay, da war ich noch gar nicht. Dann heben wir uns das auf. So, hier unten ist auch noch so viel. Ah! In der Welt der Träume. Gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass ich beim nächsten Mal hier irgendwie die Dinger noch mache. Die jetzt noch aufleuchten. Ah, okay, das sind glaube ich diese Tattoo-Dinger, die wegfliegen. Mal gucken. Ansonsten wäre es vielleicht doch mal Zeit, da hochzurudern. Mal sehen, ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden. Das soll es auf jeden Fall für die Runde gewesen sein. Gab ja ein bisschen Gemetzel, wenn ich auch nur auf Schatzsuche war, größtenteils. Ich bedanke mich fürs Schauen und dann bis zur nächsten Runde. Bis dahin, bye bye.